Herzlich willkommen, I'm Alive, Freunde, zurück zur nächsten Folge. Und ich weiß nicht, ich glaube, bei der letzten Folge bin ich ja gestorben an dieser Stelle hier und ich musste jetzt das ganze gute Stück zurückspielen, weil nicht so schön wie gedacht, dass hier der Kontrollpunkt ist vom letzten Mal. Nee, der war dann doch ein ganz Stück weiterhin, und zwar, wo wir gerade in die U-Bahn reinkamen. Das heißt, wir haben hier den ganzen Spaß nochmal. Oh gut, wir sind ja eh gestorben und jetzt bin ich vielleicht mit ein bisschen besseren Status als letztes Mal hingekommen, was vielleicht auch nicht ganz so schädlich für das Spiel ist. So, das heißt, wir räumen jetzt erstmal hier wieder den Kram auf, nehmen die Pistolenkugeln mit. Haben jetzt immer noch 3 Schuss da oben nur drin, aber okay. Aber wir sind ja um eine Information reicher als beim letzten Mal, und zwar, dass da hinten die Leichen keine Leichen sind. Was mir ja ziemlich letztes Mal den Schrecken reingetrieben hat. Und in der Hoffnung, dass das nicht nochmal passiert. So, den Erste-Hilfe-Kasten haben wir aufgenommen. Wir haben jetzt auch 1-2 Wiederholungen mehr, glaube ich, als beim letzten Mal. Hier müssen wir jetzt nochmal drunter gehen. Und dann sind wir wieder im Start, wo wir letztes Mal waren. Bevor wir dann, surprise, surprise, von denen da den Leichen, nicht Leichen auf dem Boden, überrascht worden sind. Jo, da war nur das eine Ding da in der Ecke, das ja. Nur Schmerzmittel, dafür der ganze Kraxel. Na gut. So. Die Frage ist, wie kriege ich die am besten da hinten weg? Obwohl, kann ich hier noch drüber? Da habe ich letztes Mal gar nicht drauf geguckt. Aber ich glaube, hier war echt nichts außer der Erste-Hilfe-Kasten, ne? Der Aufzug dürfte an sich, denke ich mal, nicht funktionieren, wenn es denn ein Aufzug ist. Na gut. So. Das heißt, wir haben jetzt unsere lustigen Freunde da hinten. Und da gucken wir doch mal. Die drei da hinten sind's. Genau. It's your lucky day. Ich glaube, er ist mein lucky day. So, den holen wir uns jetzt noch, weil der hinten hat eh aufgegeben. Tja, doof für ihn gelaufen. Schmerzmittel bekommen. Da hätten wir einen noch reintreten können. Aber da gehe ich lieber die sichere Variante. Wir haben ja auch ein paar Kügelchen mehr als letztes Mal. Und dafür haben wir das dann gerade geschafft. So. Diesmal nicht mit dem Überraschungseffekt. Die Frage ist nur, wo kommen wir jetzt hier gerade aus? Karte aktualisiert. Gut, gut. Dann darunter gerne, bitte. Also gerne nicht, aber muss. Das heißt, wir können jetzt hier an der Ecke runter. Und das tun wir auch, weil so viele Optionen haben wir ja sonst nicht. Wenn man jetzt hier ein Kontrollpunkt ist, ne, raste ich aus. Wenn der jetzt als erstes kommt, so, Freunde, hä? So, nee, jetzt auch noch hier. Zack, 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 zack. Du schnetzelst dich jetzt hier. Nicht schön, aber effektiv. So. In welche Richtung müssen wir denn jetzt? Das ist jetzt die Frage, die ich mir gerade stelle. Und immer noch kein Kontrollpunkt. Das Spiel ist gerade echt frech. Finde ich. Hier rennen wir ja von zwei nur zurück, ne? Aber kann ja nie schaden, sich hier nochmal umzugucken. Und da hinten werden wir auch schon direkt belohnt, in die Richtung gerannt zu sein. Und wenn es nur Schmerzmittel ist. Wer weiß. Vielleicht rettet mir das noch irgendwann den Arsch.
Aber einen mit der Pistole wunderbar eben weggekillt. Und bei den Massen hast du ja auch gar keine große Chance, außer du darfst vor allem nicht daneben treffen. Das ist eigentlich das A und O an der ganzen Geschichte. Das wäre ja richtig zum Kotzen. So, die liegen hier alle tot. Und dann gehen wir mal Richtung Ausgang. Warte, ich guck mal kurz auf der Karte. Ich bin eigentlich mal gespannt, wo wir die ganze Zeit entlanglaufen. Ja, guck mal, wir rennen hier die ganze Zeit unter allem durch. Das ist krass. Wo ist denn unser Ziel? Linie 4 folgen war das Gebot, ne? Da sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Weil ich unfair finde, dass man hier so wenig Einsicht hat. Karte aktualisiert. Wäre ja auch zu einfach gewesen. So, was haben wir denn hier? Hier will ich mal rüber. Finde ich gerade irgendwie ansprechender. Vor allem, weil auch hier was liegt. Und ich nicht weiß, was mich da oben erwartet. Das Fiese ist, man kann die auch nicht umlaufen, die Leute. Oh, guck mal, da ist ein... Oh Gott. How did you get here? You care for a child, so you must be a good man. Can you spare some food for a poor woman? Other than that foul meat. Komm, gehen wir der. I managed to stay alive down there for almost 6 months, but food was scarce. Thanks. You've been really generous. What else can I tell you? When the dust cloud finally settled, people started to venture out of the shelters. Small groups started banding together and looked for safe places to hunker down. And some other people were completely isolated. Gangs started to appear. And at that point, we could tell that civilization as we knew it was all gone. Ja, wir kriegen so ein bisschen immer mehr die Ja, vielleicht wäre es besser. Ja, wir kriegen so immer mehr ein bisschen die Staubgeschichte erzählt. Wir werden den Leuten helfen. Ich glaube, wir sind jetzt einen. Tell me about Henry. Ich bin Gott still. Henry's a nice man. He was friends with my mommy before stuff got so broken. She helped him when he got hurt. She helped him? How? Mommy worked at the hospital. She helped all sorts of people when they got hurt. But she always helped me first. Das heißt, Henry ist irgendwie die gute Seele, die übrig geblieben ist, nachdem sie ihre Eltern anscheinend verloren hat. Und ja, gucken wir mal weiter. Ich hasse solche Ecken, wo man nicht einsehen kann. Ich will jetzt ungern direkt da entlang gehen. Auch ohne Kontrollpunkt die ganze Kacke gerade, ne? Menschenskinder, ey. Wenn ich ein bisschen mehr Einsicht hätte, wäre mir das gerade alles irgendwie ein bisschen lieber. Aber die scheinen mir verwehrt. Da müssen wir hin. Henry lives in this building. Ja, anscheinend, dass wir Henry ja bald kennenlernen. Und hier scheint auch nichts mehr gerade zu sein. Doch, da hinten glitzert er. Ja, da hole ich mal lieber noch eine Konserve wieder. Upsalat! Haben wir eben zwei abgegeben, aber für eine gute Tat. Ich glaube, bis jetzt haben wir einen nicht helfen können oder zweien höchst. Das heißt, wir müssen im Endeffekt momentan auf 18 kommen später. Aber jetzt erstmal ab in den Aufzug. 9 Wiederholungen, da haben wir erstmal ein bisschen Puffer, würde ich sagen. Und ein Ladescreen. Na, gucken, wie weit der diesmal geht. Ja, komm. Lad mal schön. Aber wir sind gerade gut durchgekommen, finde ich. Deswegen lassen wir uns hier von den Ladescreen jetzt auch gerade nicht ärgern. Ich mache hier kurz den Cut. Ihr kennt das ja, ich wiederhole mich hier Folge. Aber so ist es normal. Bis gleich. For a second. Yeah, we're here, as promised.
gonna be okay here? Where's her mother? I don't know. I wish I did. Anyway, thanks for your help. You're free to go. All right, May. Looks like I have to go. Can you give me my toy back? Look, are you sure she's gonna be okay? She just lost her mother. Well, actually, there is something else you can do. We need you to get something for us. Get something? A radio transmitter. A radio transmitter? Why can't you get it yourself? So, da waren wir pünktlich zur Sequenz nach dem Ladebalken wieder zurück. Gott sei Dank. Und wir haben Henry ja nicht kennengelernt. Und der Gute hat ein gutes Argument, warum er den Funksender nicht holen kann. Ein ziemlich gutes, finde ich. Und dann hören wir uns den Mann doch mal an. Da ist die Kleine. Aber erstmal zu Henry. Na, wir können nicht mit ihm interagieren. Schade. Aber endlich mal irgendwie eine schöne Panoramaaufnahme im Sonnenlicht. Das erste Mal, dass es etwas sympathischer wieder wirkt. Das Spiel nach langen dunklen Gängen, grau in grau. Und schauen wir uns doch hier erstmal um. Wir bekommen einen Bogen. Worth a try. Einen Bogen aufkommen. Sie haben einen Bogen mit einem Pfeil erhalten. Pfeile sind sehr selten. Einmal abgeschossene Pfeile können wieder eingesammelt werden. Üben Sie das Bogenschießen, bevor Sie sich mit Pfeilen anlegen. Mit Waffe wechseln. Vergessen Sie nicht, die Pfeile wieder einzusammeln. Gut, jetzt haben wir hier zwischen ganz normal Mausrad halt. Oh, die Ansicht ist allerdings ziemlich cool, finde ich. Und zack. Na, das ging doch ganz gut. Und jetzt holen wir uns den Fall wieder. Na, versuchen wir es mal auf größere Distanz mal. Wenn wir nicht zu sehr auf mein Glück verlassen. Und wo ging der hin? Na, der hätte ja auch getroffen. Also, ziemlich straight der Bogen. Gehen wir mal hier in die hinterste Ecke und versuchen mal unser Glück. Auf die hinterste Platte. Bisschen höher. Und dann gucken wir nochmal nach drei Schüssen. Ja gut, die hätten jetzt alle nicht lange überlebt. Ready? Alright. We know there's a radio transmitter just here on the map. Linda triangulated a signal coming from there a few days ago. We're not sure what's there exactly. There's too much dust to see all the way to the street. But somewhere in there is what we need. Okay, ja, wir wollen ja hilfreich sein und bei der Transmittersuche helfen. Machen wir hier in diese sympathische Halbwegsküche rein. Und da unten geht es dann wieder raus. Und ich würde sagen... Ja, oh Gott, als ob die Kleine es noch gar nicht wüsste. Moment, hinten in dem Raum waren wir noch nicht. Nutzen wir den Moment, nur so ein bisschen umzugucken. Und da liegt ja sogar noch was, was wir aufnehmen können. Dann gucken wir mal. Was es ist, WHO-Trinklösung aufgehoben, na, ja, und da herrlich. Momentan bin ich froh, dass ich wenig Zeug brauche, um mich selbst zu healen und dadurch ein bisschen sammeln kann für andere Leute vielleicht. Um da dann auch noch ein bisschen zu punkten. Zumindest will ich die Hälfte der Menschen unterstützen, den ich über den Weg laufe und versuche natürlich hier so viele Menschen wie möglich zu unterstützen. Aber momentan ist es irgendwie ein bisschen rar mit Achievements. Na, machen wir nichts dran. So. Und wir machen jetzt noch eins, ich will noch ein, zwei Mal Schießübungen machen. Aus normalen Distanz. Ich habe noch zwei Kugeln, finde ich relativ viel jetzt, aber ich hatte da unten, also nachdem, was da auch passiert ist, finde ich das relativ viel. Habe ich denn, ach guck mal, ach der Tag drauf, deswegen. Dann ist es ja auch kein Wunder, dass ich so treffe. Ich hätte eigentlich gehofft, dass der nicht drauf taggt und dass ich ein bisschen mehr Freiraum habe. Wie sieht's so aus? Ja, gut. Also wenn ich jetzt nicht gerade auf dem Ziel tagge,
auf Anhieb. Dann habe ich etwas mehr Spielplatz. Na, gucken wir mal, wo der jetzt hingehen würde. Oh, da kann ich mich nicht beschweren, finde ich. Aber gucken, wie sieht es mit der Rumbewegung noch aus. Schießen wir jetzt mal. Wo ist er gelandet? Der ist aber sehr arschgenau dann, ne? Also das ist, da müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Wenn wir in die Richtung gucken und dann auf Henry. Da dürfen wir jetzt ein Zeichen kriegen, nicht? Oh, okay. Na, die lassen wir schön weg, die Waffe. Ja, und ich würde sagen, ja, weil es wirklich jetzt gerade so harmonisch ist, beenden wir die Folge hier. Ich denke, ihr dürft auch ein Kontrollpunkt diesmal gewesen sein. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal mit euch bei I'm Alive. Und wir hören noch ein bisschen Maze Spielbox zu.